Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles 2. So, ich muss zugeben, ich habe ein bisschen weiter gespielt, weil ich konnte nicht anders. Und ich habe so einen Kampf gegen so eine komische Klinge gewonnen und jetzt bin ich in Toras Haus. Und das sollten wir doch jetzt mal betreten. Ich bin zwar schon drin, aber ich muss glaube ich noch ein bisschen weiter runter oder so. Aber ich habe nicht extrem viel weiter gespielt, muss ich sagen. So, ich mache mal das Bildmachgerät an. Und ich würde sagen, schauen wir doch mal, wie es weitergeht hier. Und wenn euch die Folge gefällt, lasst mir natürlich ein Like, Kommentar oder auch Abo da, wie ihr lustig seid. Leute, würde mir aber alles sehr, sehr freuen, auf jeden Fall. Und ich muss eh sagen, dass ich mich bis jetzt super unterstütze in dem Projekt. Also dafür Daumen hoch, Leute. So, aber jetzt würde ich sagen, weiter geht's. Dann schauen wir doch mal in Toras Haus. The boy and his blade, who seemed to be working with them, got away. But we apprehended the girl from the wanted poster along with her blade. The town is once again safe, or... See, Podrick, do you remember what my orders were? Sir? I told you to capture the blade with the Emerald Core Crystal, did I not? Do you recall me ever telling you to capture some little girl with barely a bounty on her head? But, sir, she's a member of Torna. I'll say it slowly for you, just so we're clear. Get the blade with the emerald. Consul Doodle, sir. What? I'm not exactly sure what color emerald is supposed to be. Give me strength! It's green, you idiot! Emerald is green! Like this! Green! Get it, ya clod? Oh, green! I get it now! So, emeralds are green. Huh. You dunderhead! How many blades do you see with green core crystals? It's patently obvious! How do you mix that blade up with some worthless cat monster? Actually, sir, technically, I believe that's a tiger, rather than a... Silence! Consul! What is it? Haven't you heard of knocking? My apologies, sir. It's just that Lady Morag has... What? Special Inquisitor Morag has just arrived from the Motherland. Already? Her ship has just docked. Look, this... This cannot be happening! You live down here? This just back door. Front entrance over there. Makes sense. Whoa! Is that the cloud sea down there? We're so high up. Nice view, eh? Tora likes to just sit and watch cloud sea sometimes. You have a wonderful home. Anyway, Rex. Rex? Rex. Tora explain other reason I help you. You see... Tora always wanted to make driver friends. Ah, interested in drivers, are you? But of course.
Tora think it amazing how Driver and Blade join spirits together to make big power. Tora really want to be sidekick of Rex Rex. You know my name is just Rex, right? One Rex, not two. What is point? Well, nothing, I guess. It just sounds a bit different from what I'm used to. Double name just show Tora's respect. Respect for great Driver. Rex Rex should be proud. I'm not sure I've earned all that yet. Oh, all right. You can call me Rex Rex if it makes you happy. But instead of all this sidekick stuff, can't we just be friends? Really? Tora will be friend of Rex Rex? Hooray! What a funny little guy. Hey, Tora, do you know much about this town? Huh? You wouldn't happen to know where the army takes prisoners, would you? Rex, you're not planning to... We have to save Nir and Dromark. I thought you'd say that. Oh, you talk about Driver and Blade who were with Rex Rex before Tora's daring rescue. Yeah. Meh meh. Tora would have to ask around town for info like that. Before we do anything, time for food! All of today's running around make Tora hungry. Need food to help Rex Rex. I'm a little peckish too. Can't we eat later? I want to find Nir and Dromark as soon as possible. Stomach of Rex Rex tell different story. I can't help it, can I? If it's all right with everyone, I could cook something. Pyra, I didn't know you could cook. Well, as long as fire is involved, I can do almost anything. Fry, steam, grill, you name it. Whoa! If you want ice cream, though, you might have to find someone else. Well, you can't have everything. So, da sind wir wieder. Tora, wo hast du denn deine Vorräte? Da drüben Vorräte durch Mampfattacke letzte Nacht leider stark dezimiert. Tut Tora leid. Jetzt ist es zu spät, um noch einmal einkaufen zu gehen. Kochen wir einfach irgendwas aus dem, was wir hier haben. Mal sehen, was haben wir denn da? Pflichte oder Kürbisse, keine Ahnung. Glitzerknollen, oh, und eine Ölauster. Und da, ein Fleischpaprika. Oh, und heiße Orangen auch noch. Aber das sind doch schöne Sachen. Kochen theoretisch überflüssig, kostet nur Zeit. Kann alles roh schnabuliert werden, macht Tora seit Jahr und Tag. Oh je, deprimierende Eindrücke aus dem Leben eines Junggesellen. Komm, als ob das bei uns so viel anders abgelaufen wäre. Themawechsel. Pyra, wie sieht's aus? Fällt dir was ein, was du damit kochen kannst? Ja, ich habe schon ein paar Ideen. Ich suche mir einfach in der Küche, was ich brauche, wenn das in Ordnung ist, ja? Okay. Reisepunkt. Toras Haus. Verwende Toras Küche, damit Pyra etwas kochen kann. Okay. Dann gehen wir doch da gleich mal ran. Probieren wir mal, ob wir hier irgendwas zaubern können. I just thought of a great menu idea. Look forward to that later. Rezeptliste. Ja, bestätigen, oder? Glitzerpastete oder wie das heißt. Oh man, this is delicious. Oh, yum, yummy. So super very tasty. Simply exquisite. I haven't eaten this well in 120 years. Glad you liked it. It seems like I did okay. I was worried I'd have gotten a little rusty over the years. It didn't taste rusty at all. But Tora is curious. Pyra is fire-using Blade, yes? When Tora broke that water pipe, Pyra could still make fire. Come to think of it, you're right. That Bridget,
the Imperial Blade, she used fire abilities just like Pyra, but the water seemed to douse much of her strength. So, what are you saying? This world full of elemental energy called ether, yes? Ether comes in forms like fire, water, and wind. While battling, drivers and blades both draw power from ether. But fire not good with water. Other blade woman got splooshy with water, so fire powers all damp. But Pyra and I were able to use our powers with no problem. Indeed. They were unaffected. Why? Well, my powers don't come from fire. Meh-meh? If power's not fire, why look like flames? That may be a little complicated to explain. Go on, then. Tora like complicated things a lot. Knock it off, Tora. Can't you see you're making her uncomfortable? Meh. Everyone has things they'd rather not talk about. Right? I'm sorry. I'm sure I'll be able to tell you about it soon enough. Don't worry about it. Right now, we need to think about how to rescue Nia. First, we go around town and find all information we can. Yes, I dare say that we're all wanted criminals by this point. Pyra sticks out like a sore thumb. I'm so sorry. Don't worry, friends! Tora has an idea! Wir uns irgendwie umziehen müssen oder sowas. Special Inquisitor Morag! To what do we owe this extreme pleasure? Had we but heard of your Grace's visit, we could have prepared a suitable... I don't stand on ceremony, Consul. I'd rather you just did your job. Your Grace? Someone of your standing deserves to be treated as such. You are His Majesty's representative. Please permit us to lay on a meal befitting Your Grace. Until then, we would be honored if... You made impressive time. I wasn't expecting you until tomorrow. Oh, Lady Bridget! If we have found the Aegis, then there is no time to waste. But I fear the passage has taken its toll on our engines. The Aegis? How do you... Is there a problem, Dougal? Not at all, Your Grace. Good. Now, you've captured a driver from Torna. I am going to speak with her. What? Why do you want... Dougal. I don't remember asking for your opinion. Yes, Your Grace. I'll take you to her right away. So, you are the Torna ruffian. I must say you look a little... different from your poster. A little different. Whoever drew that should be the one in jail. Yes, I would be angry too. You can drop the friendly act. You won't name your friends? My friends? I'm not so sure I'd call those trigger-happy Torna goons friends. I see. I think we have our wires crossed here. I am not talking about Torna. Huh? You're not? No, I was referring to your more recent traveling companions. The driver boy and his blade. Rex and Pyra. Well, that was easy. Damn it! This looks like it could actually work. Good idea, Tora. Right!
Let's look for friends of Rex-Rex! Wo ist Nina als aktuelle Mission festlegen? Jawohl, das machen wir doch gleich mal. Ich wubbel mich mal wieder her, Leute. So, höre dich in Torigrund um und sammle Informationen über Nias Verbleib. Alles klar. Dann schauen wir doch mal, ob wir hier was finden. Wir haben auf jeden Fall schon von höherer Stelle gesucht, habe ich das Gefühl. So, was können wir hier überhaupt alles machen? Was ist denn das hier überhaupt? Spielautomat. It's a new day, everyone. Good morning. Rise and shine. Ah, hier wird's wieder hochgehen, okay. Hier geht's auch. Wo geht's denn hier hin? Schauen wir doch mal hoch. Hier scheint nichts zu sein. Vielleicht ist es irgendwie das Bett von der Bett von der Truhe. Okay. Gehen wir mal hier raus. Schauen wir mal, wo wir hier hinkommen. Boah. Okay, sieht das natürlich ganz anders aus. Wohnviertel Galat. So, schauen wir, was sie zu erzählen hat. Weißt du etwas über ein Mädchen namens Nia, das von den Adaniern gefangen genommen wurde? Ja, ich weiß was. Da war so ein Adanier, der meinte, die Gefangene wird bald exekutiert oder so. Aber das ist gut. Oder diese Turner-Typen sind doch eh ein fieses Pack, soweit ich weiß. Ich habe zum Beispiel gehört, dass die ganz viele Meister umgebracht haben und deren Kernkristalle klauen. Echt cool, dass das Kaiserreich jetzt eine von denen geschnappt hat. Das Kaiserreich ist eh voll krass. Ich bin schon gespannt auf dieses Exekutieren. Was genau macht man denn da? Naja, werde ich ja bald sehen. Seid ihr denn auch da? Ich hoffe jedenfalls, ich konnte euch weiterhelfen. Danke. Durch Exekution? Okay. Die anderen sind oben. Okay, es ist alles oben anscheinend. Das ist groß hier, Wahnsinn. Ah, dann können wir gleich noch mit der hier mal reden, mit der Izzy. Die Sterne übrigens über den Fragesymbol tut man den Ruf von der Stadt erhöhen. Habt ihr draußen schon mal so Sterne gesehen, auf denen es funkelt? Da tummeln sich meine Lieblingsinsekten. Naja, gut, nicht immer. Es gibt auch so funkelnde Stellen, wo man Gemüse oder Fisch findet. Aber jetzt kommt's. Wenn man eine Klinge im Team hat, die über bestimmtes Fachwissen verfügt, findet man an so Stellen extra viel. Im Fall von Insekten zeigen die einen dann wahrscheinlich, wie man sie richtig fängt oder so. Ich wünsche, ich hätte eine Klinge, die sich mit Insekten auskennt. Dann könnte ich ganz viele davon fangen. Okay. Also man muss wirklich hier die Gruppe, glaube ich, immer schön durchwechseln, dass man hier alles freischalten kann. Dann schauen wir mal. Okay, hier auf der Ebene müssten zwei sein. Ja. Das schaut schon richtig nice aus. Sprechen wir mit der Elis. Weißt du etwas über ein Mädchen namens Nia, das von den Adaniern gefangen genommen wurde? Verzeihung, das Einzige, was mich interessiert, sind Pflanzen. Von Klatsch und Tratsch halte ich nicht viel. Ich möchte Botaniker in Mor Adain werden, müsst ihr wissen. Meine Eltern sagen allerdings, es sei zu gefährlich. Dabei gab es schon seit 10 Jahren keine offenen Konflikte mehr zwischen Mor Adain und Uraya. Na gut, in letzter Zeit treiben die seltsamen Schergen diese Turner überall ihr Unwesen. Aber ansonsten, ich finde, wo Mor Adain reagiert, ist es viel sicherer und gar nicht gefährlich. Die Stadt ist das beste Beispiel dafür. Okay. Hey, mach mir keine gefährlichen Sachen. Achso, okay, das ist wirklich was anderes gewesen. Okay, die ist fertig, dann schauen wir doch mal nach den nächsten zwei.
wir dann hier drin? Ah, und jetzt sind wir auch schon an der hinteren Seite. Mui. Weißt du etwas über ein Mädchen namens Mia, das von den Adanien gefangen genommen wurde? Ja, ich habe davon gehört. Eine Torne soll diese Nia sein und anscheinend stammt sie aus Gourmand. Nia? Apropos, der Name weckt Erinnerung. Gab es dann nicht mal eines leeren Lehnshelm von Echel, dessen Tochter? Halt, reden wir besser nicht drüber. Die Geschichte ist leider ziemlich unschön. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Danke. Okay, da haben wir schon wieder was bekommen. Jetzt warte mal. Ist jetzt das andere fertig gewesen? Weil ich habe jetzt da von dir nichts bekommen. Ja, schon gar nicht mehr da. Doch, da ist er, ja. Das müsste aber eigentlich fertig sein. Okay. Dann schauen wir mal nochmal hier lang. Hier könnten wir Bergung machen. Aber so Bergung, glaube ich, Leute, das mache ich off-screen. Ich glaube, das interessiert euch wahrscheinlich nicht so. So. Underwrite-Platz. Okay. All in one piece. Hab ich das Springbrunnen? So, Sian. Weißt du etwas über ein Mädchen namens Mia, das von den Adianern gefangen genommen wurde? Nee, keine Ahnung. Aber die Erwachsenen tuscheln schon den ganzen Tag untereinander. Es sollen irgendwelche gefährlichen Leute hier aufgetaucht sein. Der Krieg zwischen Moaedin und Uriah ist erst 10 Jahre her. Ich hoffe, wir können hier weiter im Frieden leben. Naja, die adanischen Soldaten werden uns schon beschützen. Okay, das hat eigentlich auch nicht recht viel gehabt. Übrigens, hat Red Rex gesehen? Militärleute rekrutieren gerade Meister. Ja, hab's gesehen, als wir in die Stadt gekommen sind. Red Rex sollte auch bewerben. Aussicht auf Erfolg nach Thoras Experimenteinschätzung? 100%. Was? Die kriegen mich keine 10 Pferde hin. Das Adianische Kaiserreich sucht nach mir. Schon vergessen? Nu, stimmt. Schade. Thora hätte gern gesehen, was für eine Klinge Rex Rex erweckt hätte. Wozu denn überhaupt? Ich hab doch schon Pyra. Komm, Rex. Du weißt doch wohl, dass Meister mit mehr als nur einer einzigen Klinge resignieren können, oder? Hä? Nein, wusste ich nicht. Macht nichts. Es stimmt aber. Es gibt viele Meister, die mehr als nur eine Klinge befehligen. Jetzt, da Nia weg ist, wäre gegen etwas Verstärkung im Kampf eigentlich nichts einzuwenden. Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn du dir noch eine Klinge zulegst. Jede neue Klinge eröffnet uns neue Möglichkeiten im Kampf. Außerdem könntest du dann Pyra auch mal eine kleine Verschnaufpause gönnen. Auch ein Vorteil. Naja, wenn Pyra nichts dagegen hat, dann kann ich sie auch mal versuchen. Keine Einwände von meiner Seite. Je mehr, desto besser. Grünes Licht für Klingenharem. Bäbä. Die Frage wäre dann, wo wir auf die Schnelle noch einen Kernkristall finden. Die kann ich dir beantworten. Rein zufällig habe ich einen auf Vorrat dabei, als hätte ich es geahnt, dass dieser Moment mal kommen würde. Nu, Opa hat Kernkristall dabei, aber Kristall ist doch fast größer als Opa. Wo war denn die ganze Zeit versteckt? Konzentriere dich, Rex. Fokussiere alle deine Gedanken auf den Kernkristall, wenn du ihn berührst. Nichts prägt eine erwachende Klinge mehr als das Herz des Meisters, der mit ihr in Resonanz tritt. Zeichne im Geiste ein möglichst klares Bild von der Klinge, die du erwecken wünschst. Keine Ahnung, was ich da gerade zeichne im Geist, aber ich leg einfach mal los. Keine Sorge, Rex. Ich bin sicher, du wirst eine ganz wunderbare neue Klinge erwecken. Okay, probieren wir es doch mal. Wähle den Charakter, der resonieren soll. Er kann ja nur Rex. Namenloser Kernkristall. Bestätigen. Möchtest du mit diesem Kernkristall resonieren? Ja.
hope you're ready for me. Orucio. Rolle heilen? Okay, ist praktisch ein Heiler. Gesamtstärke eine Krone. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich muss mir mal... Okay, da kann man das Vertrauen eh. Agilität, Spezial der fliegende Fäuste, die Fäustlingsklauen zwischen den Gegnern wie Raketen entgegen. Bittsteller Sprint zum Gegner gefolgt mit kraftvollen Hieb, Vollstrecker. Sprung und anschließender Tritt, der bei Kontakt Ether-Explosion erzeugt. Herakles Hieb. Stelle Tritt und Schlagauffolge nach Sturm auf den Gegner. Klingel, schnelles Aufladen. Autoangriffe, Techniken aufladen. Kampftalente Insektenjäger. Aha. Das haben wir doch irgendwann. Die wollte doch Insekten irgendwie haben. 40% Zusatzschaden gegen Insekten. Achso. Spezial dem Windelement. Also Feuer, Wind und Heilen praktisch. Hilfsgerne hat er nicht. Okay. Bestätigen. So, ich mache das Bildmachgerät wieder an. Rex kann jetzt mit Kernkristallen resonieren. Wellenhauptmenü klingen und dann resonieren, um neue Klingen als Gefährten zu erwecken. Sobald du also einen neuen Kernkristall erhalten hast, solltest du damit resonieren und dich einfach überraschen lassen. Je höher der Glückswert des Meisters, desto größer die Chance, eine besondere seltene Klinge zu erwecken. Um die neu erweckte Klinge im Kampf einzusetzen, musst du sie ihrem Meister als Klingenpartner zuweisen. Okay, wähle im Hauptmenü unter Charaktere einen Meister und dann Klingenpartner, um ihm aktive Klingen zuzuweisen. Bisher war Pyra die einzige Klinge, die Rex im Kampf unterstützt hat. Aber von jetzt an kann Rex neue Verbindungen knüpfen und mit mehreren Partnern in den Kampf ziehen. Drücke im Kampf den Knopf mit dem Porträt der gewünschten Klinge, um einen Klingelwechsel durchzuführen. So wechselst du die Klinge, die dich im Kampf unterstützt. Dadurch ändert sich auch deine Waffe und somit auch die Techniken, die dir zur Verfügung stehen. Bestimmte Gegner lassen sich in bestimmten Klingen und Waffen leichter besiegen als mit anderen. Wähle deine Klinge also stets mit Bedacht. Okay, das schauen wir doch jetzt gleich mal. Du scheinst ja wunderbar hinbekommen zu haben. Ich weiß, ist es eine besondere Klinge oder nicht? Keine Ahnung. Resonieren ist so cool. Tor kann sie satt sehen. Naja, viel machen musste ich ja dabei nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Gefährten mehr, der... Dann sollten wir uns jetzt mal nach Nier umhören. Nicht so hastig, Junge. Was ist denn jetzt noch? Vergiss nicht, deine neue Klinge auch anständig auszurüsten. Kannst du Waffen verstecken. Hat Rex noch etwa eine Kernfutter benutzt? Sind super praktische Dingsbumse. Ja, Kernspieler können unsere Waffen um ein Vielfaches stärker machen. Okay, ihr habt mich überredet. Wo wir schon mal einmal dabei sind. Alter, das ist ein Haufen Zeug. Da ist der Laden für Hilfskerne. Ja genau, da war vorher eben noch nicht freigeschalten in der anderen Folge. Als einfacher Bergungsfahrer hattest du bisher wahrscheinlich keine Ahnung, was diese Läden machen, oder? Kann man so sagen. Aber ich war schon immer neugierig, was sie mit dieser komischen Maschine anstellen. Das ist wohl am einfachsten, wenn du dir mal mit eigenen Augen ansiehst. Okay. Hilfskerne dienen dazu, die Fähigkeiten einer Klinge zu verstärken. Es gibt viele verschiedene. Einer stärkt Abwehr, nächster hilft im Kampf gegen Insekten, anderer macht Nachtstärke. Okay. Wie viele Hilfskerne ausgerüstet werden können, ist von Klinge zu Klinge verschieden. Verstehe. Aber das Wichtigste kommt jetzt. Wenn du einen Hilfskern findest, ist er erstmal roh und damit nutzlos. Na super. Ach Moment, ich weiß, worauf du hinaus willst. Diese Maschine ist dazu da, um die Hilfskerne benutzbar zu machen. Richtig geraten. So ist es. In der Maschine werden rohe Hilfskerne mit Sammelitems kombiniert und somit veredelt. Diesen Hilfskern hier habe ich schon eine Weile mit mir rumgetragen. Damit kannst du es mal probieren. Okay. Opa, so klein und nackt. Hat Opa Hilfskern versteckt. Ach ja. Ein paar Sammelitems brauchst du ja auch noch. Und das haben wir schon ein bisschen was gesammelt. Noch mehr Sachen versteckt. Tora hat ganz schlimme Bilder im Köpfchen. Los Rex, dann versuch's doch mal, den Hilfskern zu veredeln. Okay.
Aber wenn ich damit fertig bin, dann gehen wir endlich los und versuchen, was über Nia herauszukriegen. Ich hab da schon einen Kern bekommen. Alles klar. Ich mach jetzt einfach mal was anderes. So, bestätigen wir mal, oder? Hilfskern veredeln, oder machen wir einfach mal. Kitrate 2. Kitrate hoch mal 2 erhalten. Wir sollten noch einmal über Hilfskerne sprechen. In Hilfskernäden wie diesem können Rex und Co. hohe Hilfskerne veredeln lassen. Für das Veredeln von Hilfskernen werden Sammelitems benötigt, ja. Der Veredelungsprozess erfordert je nach Hilfskern die unterschiedlichsten Mengen an Sammelitems. Je hochwertiger der Hilfskern ist, desto seltener Sammelitems werden für seine Veredelung benötigt. Halte also unterwegs immer die Augen nach Sammelpunkten offen. Sonst stehst du am Ende mit vielen tollen Hilfskern da, die du im Evangelium passenden Sammelitems nicht veredeln kannst. Um Hilfskerne einzusetzen, wähle im Hauptmenü unter Charaktere die gewünschte Klinge und dann Hilfskerne ausrüsten. Okay. Ah, okay. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt den nehmen soll. Ja, okay, das ist halt die Pyra, sieht man gleich an den Kronen da. Und das sieht extrem ist. Okay, dann gebe ich es lieber. Dann würde ich sagen, gebe ich es aber lieber jetzt mal der Pyra. Und zwar das hier. Okay, und dann probieren wir doch gleich mal. Hier nochmal. Genau, und zwar die hier. Probieren wir es einfach mal. Okay, und diesen geben wir jetzt, schauen wir nochmal rein. Da habe ich schon verstanden jetzt mit dem. Okay. Pyra. Was bringt ihr? Erhöht Harmonie, okay. So, ich kann hier mehrere reinlegen, oder wie? Aha! Ich glaube, ich kann immer nur eine gleichzeitig mitführen. Okay. Dann würde ich sagen, kriegt mein Klingenpartner. Kriegt
der dann die Angreifer bannt. Ja, der, dafür da auch nur ein Sockel. Aha. Verstehe. Was hat der hier alles drin? Waffenmunition, einfache Fäuste. Okay, der hat eigentlich fast gar nichts drin. Das ist eigentlich eine Scheißklinge, oder? Kann ich eigentlich jetzt den hier wieder rausnehmen? Nee. Nee, anscheinend nicht. Okay. Okay. Und dann würde ich sagen... ja, wo ist denn der jetzt? Hä? Achso, die muss unterm Kampf wechseln. Okay, aber besser, als wenn ich ins Menü gehe. Ah, alles klar. Okay. Verstehe. Weißt du, jetzt wissen wir den Mädchen namens Nier. Okay, das gleiche Text. Was seid ihr denn für welche? Oh, vielleicht war es doch keine so gute Idee, ausgerechnet einen adanischen Soldaten anzusprechen. Ich wollte auch etwas fragen, aber jetzt habe ich es glatt vergessen. Was? Auf Wiedersehen. Geht doch zum lokalen Informanten, wenn ihr Fragen habt. Mit der Bevölkerung zu plaudern gehört nicht zu unserem Beruf, verstanden? Okay. Was sind das überhaupt für mein Meister? Sollen wir den mal wegwubbeln? Ich möchte wissen, ob die Klingen dann die ganze Zeit gleich aussehen oder ob die auch mal die Gestalt wechseln oder andere Gestalten haben. Wäre natürlich sehr interessant. Let's show them a thing or three. Weißt du etwas über ein Mädchen namens Nier, das von den Adanern gefangen genommen wurde? Toni weiß Bescheid, ja. Aber Beruf von Toni ist Verwandeln von Infos in Kaching. Plauder ohne Kaching ist nicht drin. Oh. Kaufen. Alter, das liegt mir schon wieder auf 3000. Das hilft nicht. Danke. Ein Titanen-Schlachtschiff wird weibliche Gormuti gefangen gehalten. Den Namen von Häftlingen hat Toruni leider nicht erfahren können. Aber es gibt Flüstergerücht, dass ganzes Reiseschiff nur für kleine Gefangene angetanzt ist. Leute, das Gormut eigentlich aus gutem Fuß mit Kaiserreich. Wollen keinen Zank. So laut Toruni Zusammenfassung von allgemeiner Stimmung in Torigurt. Puh. Damit alle Infos raus. Freunde zufrieden? Danke. Wo ist Nia? Abgeschlossen. Geh mal Gold dafür. Nein. Okay, Leute, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle aber schon wieder einen Cut. Und schon wieder fast eine Dreiviertelstunde. Die Zeit vergeht wie im Flug bei dem Game. Und wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.